Als erstes freuen wir uns auf Wolfgang de Bruyn, den man eigentlich hier kaum vorstellen muss, aber andererseits ist es so vielfältig, was er macht, dass ich das ablesen muss. Er ist nach Studium und Promotion Autor, Übersetzer und Herausgeber und auch in dieser Funktion der Region sehr verbunden. Nach der Wende war er Amtsleiter für Kultur und Denkmalpflege im damaligen Kreis Beeskow. Von 2007 bis 2016 war Wolfgang de Bruyn Direktor dieses Hauses, des Kleistmuseums, ist dem Haus auch weiterhin verbunden als seit 2018 Vorsitzender des Förderkreises. Dann sitzt er noch im Vorstand der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, der Chamisso-Gesellschaft, der Stiftung Gerhard-Hauptmann-Haus Hiddensee und seit 2015 ist er erster Vorsitzender der Gerhard-Hauptmann-Gesellschaft in Berlin. Habe ich irgendwas vergessen? Okay. Und er wird eben eine tragende und entscheidende Rolle in der Günther de Bruyn Stiftung übernehmen. Darauf sind wir sehr gespannt. Nach Wolfgang de Bruyn hören wir Peter Walter. Peter Walter ist Literaturhistoriker und Autor und einer der beiden Leiter des Brandenburgischen Literaturbüros in Potsdam, ist also mit der Literatur dieser Region sehr verbunden. Er betreut da das Portal Zeitstimmen, das ist ein Portal für Literatur und Alltagsgeschichte in Berlin-Brandenburg und außerdem zusammen mit dem Literarischen Kolloquium in Berlin das regionale Literaturportal Literaturport. Als letzten Vortrag dieses Vormittags haben wir Maria Brosig mit einem Blick auf die autobiografische Selbstrepräsentation und Außenwahrnehmung von Günther de Bruyn und wie das auch gerade nach der Wende zusammenspielt. Maria Brosig ist Literaturwissenschaftlerin, unter anderem an der Universität Potsdam tätig, hat da einen Schwerpunkt zu Fontane, arbeitet viel zur Fontane-Rezeption und auch zur DDR-Literatur und zur Literaturkritik. Also Sie sehen, dass also auch unsere Referenten sind breit aufgestellt und wir beginnen mit dem ersten Vortrag und ich bitte Wolfgang de Bruyn. Ja, vielen Dank, Frau Bartz. Ich gehöre ja eigentlich noch zum Vorspann, weil ich ja nichts über das Werk meines Vaters hier kundtun werde. Ich möchte aber diese Gelegenheit vorab nochmal nutzen, um mich sehr, sehr herzlich bei dem Haus, bei Ihnen allen zu bedanken, dass diese Tagung möglich geworden ist, diese wunderbare Ausstellung, zu der wir als Familie auch sehr gerne beigetragen haben. Exponaten, die so ja noch nicht, wie Frau Bartze sagte, gezeigt worden sind. Und ja, nochmals herzlichen Dank dafür. Die Günther de Bruyn Stiftung, wie sie jetzt heißt, im Testament, was 2014 mein Vater bei einem Notar in Fürstenwalde hinterlegt hat, hieß Märkischer Dichtergarten als Arbeitstitel. Wir haben uns nach juristischen Ratschlägen dann auch davon verabschiedet, weil es erstens nur ein Arbeitstitel war, zweitens der Name im Titel nicht stand und der Name sollte schon in der Stiftung, in der Nennung der Stiftung auftauchen und weil es natürlich auch rechtliche Probleme und Fragestellungen gibt, so ist bis heute nie ganz klar geworden, Gerhard Wolf und Günther de Bruyn haben sich diesen Titel ja damals mal ausgedacht. Also wer nun der Urheber war, zudem sind die Titel ja dann über den Buchverlag der Morgen, Morgenbuchverlag und bei Fischer dann weitergeführt worden. Die Stiftung soll heißen Günther de Bruyn Stiftung. Das Testament ist eröffnet worden im November des vergangenen Jahres und hat mich mit meiner Schwester als Erben bestimmt mit ganz konkreten Auflagen. Und es gibt ja so eine, ich weiß nicht, ob das Notariatssprache ist, auf jeden Fall sind wir mit den Auflagen beschwert worden. Die Stiftung soll zum Ziel haben, die Arbeitsstätte
von Günther de Bruijn dort im Tal der Blabber, wie Herr Berbig gestern auch sagte, zu bewahren, zu erhalten, zu pflegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Flankiert wird das alles durch einen Freundeskreis werden und unterstützt durch Institutionen und sogenannte Gebietskörperschaften, weil er war der Region sehr eng verbunden, der Gemeinde, in der er 2019 Ehrenbürger wurde, des Landkreises ebenfalls und der Stadt Beeskow wie auch diesem Haus. Und ich wollte zum Stand der Dinge sprechen. Der Stand der Dinge ist, dass Stiftungsgründungen wie auch Vereinsgründungen immer sehr schwierig sind und man vorab in diesem Prozess durchaus nicht nur Juristen befragen sollte, Steuerberater, sondern vor allem auch das Finanzamt. Und in dieser Phase bin ich jetzt aufgrund meiner Erfahrung der vorangegangener Vereinsgründungen habe ich mich vertrauensvoll an das Finanzamt hier in Frankfurt-Oder gewandt, die jetzt dabei sind, die Satzungen, es sind ja zwei, einmal die Satzung der Stiftung und die Satzung des Freundeskreises zu prüfen, steuerrechtlich zu prüfen, ob diese beiden Vereine, Satzungen dann auch gemeinnützig sind und die Gemeinnützigkeit erfüllen, was Voraussetzung eigentlich ist für die Eröffnung der Stiftung bzw. die Gründung des Freundeskreises. Ich lese Ihnen mal vor den Stiftungszweck der Stiftung Günther de Bruijn, wie sie jetzt heißt, die Günther de Bruijn Stiftung. Zweck der Stiftung ist die Förderung, das sind die allgemeinen Floskeln, die dann mit drin sein müssen, von Wissenschaft und Forschung, Bildung, Kunst und Kultur. Die Stiftung hat die Aufgabe, die ideellen und gegenständlichen Zeugnisse der Wohn- und Arbeitsstätte des märkischen Schriftstellers Günther de Bruijn, die ehemalige Schäferei im Tal des Blabbergrabens unter literarischen wie zeitgeschichtlichen Aspekten als Gesamtkomplex für die Nachwelt zu bewahren, werterhaltend zu pflegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dann muss ganz detailliert auch der Stiftungszweck beschrieben werden. Den haben wir dann unterteilt in die Bewahrung und Erschließung der Bibliothek. Die ist also sehr umfangreich, hat eine Systematik, die nur Günther de Bruijn kannte. Das heißt, man muss also Systematik entwickeln, die Aufstellung dabei berücksichtigen der unterschiedlichsten Bestandseinheiten. Es gibt einen Sonderbestand 18. bis 19. Jahrhundert und es gibt einen Sonderbestand Jean-Paul lässt grüßen, also alles über und von Jean-Paul. Es gibt die Sonderaufstellung der eigenen Werke und. Es gibt ein Archiv, was ebenfalls natürlich aufgearbeitet, inventarisiert werden sollte, digitalisiert werden sollte. Es gibt eine kleine Kunstsammlung zu den Dingen, zu denen er gearbeitet hat. Stichwort Märkischer Dichtergarten. Es gibt natürlich ein Familienarchiv de Bruijn. Es gibt die Sondersammlung der Märkischen Wanderungen. Aus denen hat sich Christiane Bartz bedient. Und es gibt etliche kleinere Teilsammlungen, die ja eigentlich noch erschlossen werden müssen, denn auch ich weiß nicht genau, was sich in den Wohn- und Arbeitsräumen noch alles verbirgt. Das ist ja alles noch sehr nah und zeitlich noch nicht weit entfernt, der 4. Oktober. Insofern wird es auch eine Forschungs- und Entdeckungsarbeit werden, wenn man dort eventuell auch arbeitet, das ist einer der Punkte, also nicht nur Archivierung, sondern eventuell auch, wie es hier formuliert ist, die lebendige Auseinandersetzung mit Leben, Werk und Wirkung des Schriftstellers, unter anderem durch Tagungen wie diese, Workshops, Veröffentlichung der Ergebnisse online oder im Druck, eventuell die Auslobung von Stipendien, die sich wissenschaftlich, literarisch, publizistisch oder auch bildkünstlerisch mit der Mark Brandenburg und darüber hinaus auseinandersetzen. Lesungen, Vorträge, kulturelle Bildungsprojekte, Ausstellungen
und so fort. Der Landkreis Oder-Spree hat mich und sein Landrat, der ja auch hier im Stiftungsvorstand sitzt, hatte mich auch daran bestärkt. Und ich glaube, für Regionen ist es immer wichtig, wenn das die Gebietskörperschaften mittun. Und angefangen von der kleinen Gemeinde Tauche, die schon ihren Beschluss gefasst hat, in der Stiftung mitzuwirken über den Landkreis Oder-Spree, bis zur Stadt Beeskow gibt es da breite Übereinstimmung. Es gibt die Zusage der Staatsbibliothek in Berlin. Dort wird der Leiter der Handschriftenabteilung, Herr Professor Overchau, die Staatsbibliothek in der Stiftung vertreten. Und es gibt weitere Gespräche, sodass die inhaltliche Frage ja eigentlich leichter ist als die Formalien, die jetzt zu lösen sind. Ein Problem ist natürlich der Ort im Abseits, und wenn man jetzt an konservatorische Gesichtspunkte denkt, an Handschriften, die kleine Kunstsammlung und. Da hat uns die Stadt Beeskow, vielleicht könnten wir jetzt mal ein Foto zeigen, keinen Schreck bekommen. Nur Denkmalpfleger halten so ein Foto aus und können sich vorstellen, was daraus werden kann. Das ist ein Haus in Beeskow in der Brandstraße 38, 20 Sekunden von der Marienkirche, also vom Zentrum der Altstadt entfernt. Das ist ein Einzeldenkmal, es ist ein Fachwerkhaus, was man hier nicht erkennt. Es war ja schick, die Fachwerkhäuser zu verputzen. Es gibt ein Sanierungskonzept. In 14 Tagen bin ich mit der Sanierungsbeauftragten der Stadt Beeskow, dem Architekten Michael Albrecht, er hat sich hier unter anderem in Frankfurt-Oder um das Wolfratshaus gekümmert, vor Ort, und wir werden das Nutzungskonzept erarbeiten und die Rückbausituation, die dann in den nächsten anderthalb Jahren vorgenommen werden wird. Also dieses Haus soll dann Geschäftsstelle werden der Stiftung und des Freundeskreises und wird mit Städtebau, Fördermitteln, Zweckbindung, eine öffentliche gemeinnützige Nutzung saniert werden. Die Sanierung beginnt mit dem Nutzungskonzept und wird in diesem Jahr und hoffentlich im Ende des nächsten Jahres dann beendet werden, sodass man hier ja die Bestände unterbringen kann, die kostbaren Bestände, aber natürlich dann auch eine Geschäftsstelle, wo man koordinierend tätig wird, Projekte, was auch immer, dann möglich sein werden. Ja, das reicht. Der Eindruck war ja nur so. Also es gibt doch sehr, sehr viel Unterstützung und für dieses Vorhaben. Der Freundeskreis ist ebenfalls in der Prüfung. Die Ziele sind ähnlich. Die Veranstaltungen, Lesungen, eventuell Stipendiatenprojekte, Forschungsprojekte und Forschungsaufenthalte und die Unterstützung bei der Erschließung und Nutzbarmachung der umfangreichen Nachlassbestände in der ehemaligen Wohn- und Arbeitsstätte von Günther de Bruijn. Wir haben für dieses Vorhaben, wie gesagt, große Zustimmung gefunden und würden uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere von Ihnen da mittun möchte. Ist ja gern willkommen. Ich kann den einen oder anderen auch weiterhin unterrichten über den Stand der Dinge, und von der zeitlichen Perspektive würde ich sagen, dass man wahrscheinlich im Mai die Gründungsversammlung des Freundeskreises veranstalten kann. Dann wird hoffentlich dann auch die Stiftung, die Satzung, der Satzungsentwurf der Stiftung soweit durch sein, dass man die Stiftung ebenfalls gründen kann. Mehr möchte ich vielleicht gar nicht sagen. Wenn Sie dazu noch Fragen, gerne dann im Nachgang, im Diskussionskomplex oder auch jetzt noch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, befragen dazu. Es war jetzt für uns nicht überraschend, diese Stiftungsgründung, aber es ist natürlich, das Beschweren ist, ja, sagt es ja aus, die Auflage ist
nicht einfach zu realisieren. Wir haben als Familie bzw. mit meiner Schwester zusammen verzichten wir beispielsweise auf die Verwertungsrechte, die fließen als Grundstock, was nicht so viel sein wird, aber vielleicht die Betriebskosten abdeckt, dann in die Stiftung mit ein. Das erste, ja, wäre dann die Fouquet-Ausgabe, die Christiane Barz gestern schon erwähnt hat. So viel vielleicht, mehr kann ich im Augenblick dazu gar nicht sagen. Der ein oder andere, der dann die Kossenblatt-Tour mitmacht, wird vielleicht dann sich das Haus auch mit ansehen können, den Komplex. Es gibt vielfältige, ja, Bezüge, und Herr Berbig hatte ja gestern so die Vision, des, wie das vor den Bauernhäusern ist, des Bänkchens, wo man dann sitzt und vielleicht sich unterhält und dichtet, sinniert, was auch immer. Mein Vater hat grundsätzlich nur drin gearbeitet, ob das bei allerschönstem Wetter war oder wie auch immer. Und er hat in der Zeit, und das ist eigentlich eine Geschichte dieses Gebäudes, es ist die erste, die Sie erzählen hier in der Ausstellung, Frau Barz, mit den Bewohnern der alten Schäferei, aber das setzte sich fort mit ihm. Und ich war ja damals auch für den Erhalt der Denkmale zuständig im Landkreis, und wir hatten immer Auseinandersetzungen, dass natürlich die Baubehörden wollten alles klar und eindeutig haben, und so eine Einzellagen machten nur Probleme, da war die Zuwegung problematisch, die Rettungswege waren nicht gegeben und. Und wir mussten dann immer denkmalpflegerische Gutachten schreiben und begründen, weshalb ja siedlungsgeschichtlich diese Einzellagen ganz wichtig sind für die Struktur im Land Brandenburg. Und da gab es eben auch Auseinandersetzungen mit der Baubehörde. Es gibt diese schöne Schneeansicht der alten Schäferei des Backsteingebäudes. Das sind nur vier Zimmer, ein großes Wohnzimmer, ein kleineres Schlafzimmer, eine Kammer und die große Küche. Weder Bad noch Toilette. Und baurechtlich Außenbereich, wer das weiß, heißt, es gibt keine Erweiterung, man kann nichts dort machen. Und da stand dann die Frage, wie geht man mit dem Gebäude weiterhin um? Kann man das weiter nutzen als Wohnstätte? Und da gibt es also über Jahrzehnte eigentlich ganz berührende, auch einen berührenden Schriftverkehr mit Behörden und so weiter, wo, ja, mein Vater sagte, ja, er hat dort nicht schwarz gebaut, aber er hat die Bestimmung nicht beachtet, aber er möchte dort natürlich wenigstens ein Bad und eine Toilette haben, sodass er dort auch vernünftig arbeiten und leben kann. Und da gibt es ich will daraus abschließend vielleicht mal zitieren, an den damaligen Amtsleiter des Bauamtes, also mein Kollege damals oder Rivale, ich war für die Denkmalpflege zuständig, er für das Bauen. Und mein Vater hatte ihm auch privat geschrieben, und daran sehen Sie eigentlich, ich will diesen Konflikt nicht ausmalen, aber da sehen Sie, wie wichtig ihm dieser Ort war als Existenz für ihn persönlich, aber auch als Existenz, um Schreiben möglich zu machen. Ich habe für Ihre Entscheidung, schreibt Günther de Bruijn, deren Rechtmäßigkeit ich nicht etwa bestreite, durchaus Verständnis, glaube aber, dass ich Ihnen nicht habe klar machen können, welch existenzielle Bedeutung diese meine zweite Heimat in Görsdorf-Blabber, die ich mir in bald 40 Jahren mühsam aufgebaut habe und die Ihre Gesetzesstrenge mir nehmen will, für mich hat. Wären Sie ein Literaturinteressierter, würde ich Ihnen gern ein autobiografisches Buch von mir schenken, in dem die schweren Anfänge hier in finsteren DDR-Zeiten beschrieben sind. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet ich, der ich jubelnd, wie kaum einer, die deutsche Wiedervereinigung öffentlich begrüßt hatte und danach als Schriftsteller erst richtig auflebte, nun als Gesetzesbrecher des von mir ersehnten Rechtsstaates dastehe, durch eigenes Verschulden, das ich ja anerkenne und bereue, Ihnen aber zu erklären versuchen will. Ja, ich möchte den Brief nicht nur so viel, dass
es wirklich existenziell war, dieser Ort zum Schreiben, zum Leben. Und dass es nicht die Walden-Idylle war, sondern ein ewiger Kampf mit den Pferden damals, wo ich die Koppelstangen schneiden musste im Wald und er nicht daran gedacht hatte, dass man ständig Wasser schleppen musste. Und die Blabber führte nun mal wenig Wasser, das ist ein Graben. Und diese ja, eigentlich die Idylle war es ja nie, aber die Sehnsucht nach diesem Leben dann schon harte Einschnitte erfuhr in der Realität, die man sich so auch nicht vorgestellt hatte. Vielen Dank. Und ich habe einen kleinen Text in dem Reisebüchlein, in dem schönen Reisebüchlein, wo Sie auch die Kontaktdaten haben. Wenn Sie also Interesse an der Stiftung haben, mitzutun, dann sind Sie herzlich eingeladen und können mich auch jederzeit erreichen. Vielen Dank. Ja, ich finde es schön, dass bei aller gebotenen Vorsicht es möglich ist, dass wir uns hier als Person und persönlich treffen können, und möchte meinen Beitrag über de Bruijns letzten Roman vorausschicken, dass für mich als damals jugendlicher Leser de Bruijn seit den frühen 80er Jahren nicht nur eine literarische, sondern auch eine moralische Autorität gewesen ist, nicht nur in DDR-Zeiten, sondern auch danach. Die Wirkung, die von ihm als Person und von seiner Literatur ausging, hängt mit einer spezifischen Mischung aus Eigenschaften zusammen, von denen literarische Bildung die Weite des ästhetischen und geschichtlichen Horizonts und persönliche Bescheidenheit nicht die geringsten waren. Was aber häufig übersehen wird, ist die Klarheit und Kraft, die in seinen literarischen und essayistischen Wortmeldungen liegen und die letztlich auf die eine Maxime hinauslaufen, mit Anstand durchs Leben zu kommen. Leiden und Frost ist der Beitrag über de Bruijns, Günther de Bruijns letzten Roman überschrieben. 2018 ist das Buch erschienen, der 90. Geburtstag. Und zum ersten Mal im Abstand von fast 3,5 Jahrzehnten ist Günther de Bruijn wieder mit einem Roman an die Öffentlichkeit getreten. Angesichts der literarischen Bedeutung de Bruijns, der in seiner Generation in einer Reihe mit Schriftstellern wie Christa Wolf, Ilse Eichinger, Siegfried Lenz, Heiner Müller, Ingeborg Bachmann, Günter Grass oder Walter Kempowski stand, um nur einige Namen aus dem breiten literarischen und politischen Spektrum seiner Zeitgenossen zu nennen. Und eingedenk des Umstands, dass dies der Roman eines über 90-Jährigen ist, hätte man auf eine große Resonanz in der literarischen Öffentlichkeit rechnen dürfen. Tatsächlich jedoch fiel sie verhalten aus. Die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Rundschau ausgenommen ignorierten alle überregionalen deutschsprachigen Feuilletons die Neuerscheinung. Drückt sich darin Gleichgültigkeit und Desinteresse in den Redaktionen aus, ein Bruch in der Überlieferungslinie, die überscharfe Fokussierung auf schnell wechselnde literarische Moden? War de Bruijn der Jahr um Jahr glänzend geschriebene historische Miniaturen und in Abständen kompendienhafte Epochenumrisse preußischer Kulturgeschichte publizierte, zum brandenburgischen Unikum geworden? Ein Schicksal, das schon Fontane fürchtete, als er sich gegen die Vereinnahmung durch Heimatforscher und Lokalpatrioten wehrte? War de Bruijn schlicht aus der Zeit gefallen? Gewiss war die Zeit nicht stehen geblieben, und wenn auch längst andere Namen, Schreibweisen und Themen den Ton im Feuilleton angaben, war die Wertschätzung für das Werk de Bruijns und die Integrität seiner Persönlichkeit nicht geschwunden. Doch paradoxerweise scheint es gerade diese ungeminderte Hochachtung vor dem Autor und seinem Werk gewesen zu sein, die das beredte Schweigen zu seinem letzten Roman bewirkt hat. Ein Schweigen, also aus Pietät und in vermeintlich schonender Absicht. Man glaubte, so ließe sich überspitzt formulieren, den geschätzten Autor vor sich selbst schützen zu müssen. Die Gründe hierfür liegen meines Erachtens in einer doppelten Irritation, die von dem Buch ausgeht, einer politischen und einer ästhetischen.
Erstere betrifft die Frage, ob die Distanz zur politischen Gegenwart des Jahres 2015, mit der de Bruijn seinen Helden Leonard Leidenfrost ausgestattet hat, identisch ist mit der des Schriftstellers. Gehörten die zahlreichen Beobachtungen, die Ängste und Sarkasmen Leos zur Gedankenwelt des Autors selbst? Diese Vermutung wurde gelegentlich in Besprechungen geäußert. Abgehängt im schnellen Wandel oder einem älteren Herrn behagt nicht jeder Fortschritt, sind zwei der in kleineren Zeitungen erschienenen Rezensionen überschrieben. Was aber ästhetisch an de Bruijns Roman irritiert, lässt sich im Kern in der Frage fassen, ob der Schriftsteller für seine Zeitkritik die richtige Form gewählt habe. Ob die kaum vergangenen tagespolitischen Ereignisse selbst, wenn man ihnen eine paradigmatische Bedeutung zugesteht, der literarischen Gestaltung in einem Roman überhaupt zugänglich sind. Oder sie nicht eher den Gegenstand einer essayistischen Wortmeldung hätten bilden sollen. Doch worum geht es überhaupt im Buch? Sie haben es wahrscheinlich alle gelesen. Der 90. Geburtstag handelt, bezogen auf sein Erscheinungsjahr, in der unmittelbaren Gegenwart. Am 5. August 2015, zum 89. Geburtstag von Hedwig Leidenfrost, beschließt die anwesende Gesellschaft, deren im nächsten Jahr anstehenden runden Geburtstag im großen Kreis zu würdigen. Um die Jubilarin, in ihrem früheren Leben eine APO-Aktivistin der ersten Stunde und Mitgründerin der Grünen Partei, für dieses Vorhaben zu gewinnen, wird beschlossen, die Gäste um Spenden für Flüchtlingskinder zu bitten und zu diesem Zweck einen Verein zu gründen. Selbst Leo, der um ein reichliches Jahr jüngere Bruder Hedwigs und seiner ganzen geistigen Statur nach konservativ, ist mit diesem Vorschlag einverstanden. Auch wenn er die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin nicht gut heißt, tun ihm die Flüchtlinge leid. Er und nicht Hedwig ist der Protagonist des Romans, der im fiktiven brandenburgischen Dorf Wittenhagen spielt, wo beide ihre Kindheit verbracht haben. In 36 Kapiteln erfahren wir die Ereignisse des kommenden Jahres bis zu Hedwigs 90. Geburtstag am 5. August 2016, weitgehend aus Leos Perspektive, die zuweilen mit der des Autors zu verschmelzen scheint. Vier historische Epochen überblickt der Protagonist: die Kindheit in der Weimarer Republik, die Nazi-Jahre, die Periode der deutschen Teilung und die Zeit nach 1989. Jede dieser Epochen kommt mal vermittelt, mal direkt im Buch zum Tragen. Während Hedwig als Draufgängerin gezeichnet wird, erscheint Leo als büchernah mit einer Abneigung gegen alle verordnete Denksysteme. Auch in politischer Beziehung schlägt das unterschiedliche Naturell der Geschwister durch. Hatte Hedwig, wie es ironisch heißt, schon als Jungmädelführerin die Tatkraft bewiesen, die ihr später für bessere Ziele einzusetzen möglich geworden war, waren Leo die Nachmittage und Wochenenden bei den Pimpfen und der HJ von Beginn an ein Greuel. Nur mit Glück der Mordmaschinerie des Krieges entronnen, gilt sein innerer Jubel 1945 der Möglichkeit zur ungestörten Lektüre in eigener Behausung. Der innere Jubel ist von kurzer Dauer. Vor den zunehmenden Repressionen, dem Kontroll- und Bevormundungsanspruch sozialistischer Funktionäre bis in das Privateste hinein flieht Leo neuerlich in die Welt der Bücher. Anders als für Hedwig, die nach der Enteignung der Familie in den Nachkriegsjahren Wittenhagen gen Westen verlässt, kommt Politik für ihn als Betätigungsfeld nie in Frage. Er bleibt im Osten, wo er als Bibliotheksmitarbeiter eine Nische findet. Die Politik habe er, heißt es im Buch, zeitlebens nicht erlebt, sondern erlitten. Das Fazit seiner diesbezüglichen Erfahrung bündelt er in dem Satz: Wer sich auf Politik einlässt, wird entweder charakterlich verbogen oder kommt zumindest moralisch in ihr um. Leos eigene Familiendramatik, der frühe Tod der Mutter, die in Ost und West versprengte Familie, der Selbstmord des Vaters, lässt das Ereignis, das für sein Leben bestimmen wird, umso heller erstrahlen. Als Lesesaalaufsicht einer Bibliothek im Ostteil Berlins,
in den Jahren nach dem Mauerbau, obliegt es ihm, einer jungen Frau, die so vertieft in ihrer Lektüre ist, dass sie das Herannahen der Schließzeit nicht wahrgenommen hat, ihm darauf aufmerksam zu machen. Erst als er mit sanfter Stimme halblaut zu sagen wagte, dass er nun leider den Lesesaal schließen müsse, löste die Frau, von der er nie wieder loskommen sollte, den Blick von ihrer Lektüre, die übrigens, wie er noch an diesem Abend ausführlich hörte, vom Einfluss des Mesmerismus auf die romantische Bewegung handelte, und sah ihren künftigen Geliebten und Gatten zum ersten Mal an. Beim dürftigen Abendessen im Pressecafé am Bahnhof Friedrichstraße konnte die Frage, ob das Grün des Gründonnerstags die Frische des Frühlings meine oder mit dem altdeutschen Greinen über die sich ankündigende Kreuzigung zu tun habe, so wenig entschieden werden wie die, ob der vom Mesmerismus beeinflusste Heinrich von Kleist ein Romantiker sei. Über die Frage dagegen, ob man einen gemeinsamen Osterspaziergang in die Müggelberge unternehmen sollte, war man sich ohne Diskussion einig geworden, als man in einem Hinterhof der Auguststraße mit andauerndem Händedruck voneinander schied. Unter den vielen Worten, die an diesem Abend gewechselt wurden, war das Wort Liebe nicht vorgekommen. Beiden war aber bereits nach lebenslanger Bindung zumute gewesen, was dann zu Pfingsten bekräftigt wurde, als sich auch ihr körperliches Füreinanderbestimmtsein erwies. Leo und Maria gründen eine Familie und ziehen gemeinsam 3 Kinder auf. Sie überwintern in einem politischen Umfeld, das sie ablehnen, geschützt im Privaten, im Gleichklang ihres Geistes, im Gehäuse ihrer Liebe. Hedwig dagegen stürzt sich in Hamburg in die Politik, die außerparlamentarische Opposition. Das Lebensglück in einer eigenen Familie zu finden, bleibt ihr verwehrt. 2 Systeme, 2 Naturelle und 2 unterschiedliche soziale Grunderfahrungen. Leo ist das politische Engagement seiner Schwester fremd. Die viel gerühmte Studentenbewegung, wie es im Roman heißt, war ihm immer suspekt gewesen, weil sie abstrusen sozialistischen Utopien folgend gegen die freiheitliche Ordnung rebelliert hatte, die von ihm im Osten sitzend heiß ersehnt worden war. Als das sozialistische Gesellschaftsexperiment, wir sind noch im Roman, mit dem Mauerfall 1989 an sein Ende gekommen war, bedeutete das für Leo nach über 4 Jahrzehnten das 2. politische Befreiungserlebnis in seinem Leben. Die Geschwister finden im Alter am Ort ihrer Kindheit wieder zusammen. Hedwig bringt Fatima in die Familie ein, ein bosnisches Flüchtlingskind, das unter den Augen Leos zur jungen Frau heranwächst. Ihr schenkt er, wie er sich eingestehen muss, bald mehr Zuneigung als seinen eigenen Kindern. Er weckt in Fatima die Liebe zur deutschen Sprache, lehrt sie Gedichte und Volkslieder und bald wetteifern beide darin, gegenseitig ihren literarischen Wissensschatz zu erweitern. Kurze Zeit nach dem Umzug nach Wittenhagen stirbt Maria, seine Frau. Jene Passagen des Romans, in denen de Bruijn die Erinnerung Leos an seine Frau mit der Beschreibung der gemeinsam erlebten Landschaft verknüpft, gehören zu den eindringlichsten des Romans. Leo lebt fortan als Witwer gemeinsam mit Hedwig und Fatima, mit seiner Tochter Wilhelmine und Enkel Walter im Dorf. Ein halbes Dutzend weiterer Figuren bevölkert die Romanhandlung, etwa der Unternehmer Hoffmann, ein alter Stasi-Mann, der die ökonomischen Gelegenheiten zu nutzen weiß, die sich aus dem Andrang der Flüchtlinge ergeben. Oder die aus dem Westen in die brandenburgische Provinz zugezogene Journalistin Grit Schmalfuß. Sie trägt sich mit einem Buchvorhaben, in dem es um das mentale Nachhinken des Ostens gehen soll. Sympathien und Antipathien sind im Roman mit teilweise karikaturhafter Deutlichkeit verteilt. So erscheint die Politikerin Claudia Grünling als Reinkarnation einer realsozialistischen Staats- und Parteifunktionärin. Wenn sie Leo bedeutet, die Kreuze am Dorffriedhof würden künftig mit Rücksicht auf die zu erwartenden Mitbürger und Mitbürgerinnen muslimischen Glaubens verschwinden müssen,
kippt die Satire in Sarkasmus um. Das Gegenbild zu Claudia Grünling ist die Pastorin Anna Merkel, der Leo in einer jünglingshaften Verliebtheit zugeneigt ist, für deren Lächerlichkeit er sich, wie es im Buch heißt, immerhin einen Sinn bewahrt hat. Die attraktive Namensvetterin der Kanzlerin verkündet zu Ostern, dass eine Kirche, die sich zum Knecht des immerfort wechselnden Zeitgeistes mache, Verrat an sich selbst übe. Im Zentrum des Romans steht jedoch das Geschwisterpaar Leo und Hedwig. Beide verbindet die Erfahrung gemeinsam erlebter Kinderjahre und zunehmend auch die des Älterwerdens. In schlaflosen Nächten wird Hedwig von ihren Dämonen geplagt. Sie treibt der Gedanke um, das eigentliche Leben verpasst zu haben. Die Gründe für zwei Abtreibungen, die sie in politisch bewegten Zeiten vornehmen lassen hat, kann sie heute nicht mehr nachvollziehen. Familienrituale oder Feste wie Weihnachten, früher verachtet oder doch wenigstens verlacht, gewinnen wieder an Bedeutung. Und ihre BDM-Erlebnisse, deren sie sich zu schämen gelernt hatte, ihre Flirts mit dem Fanline-Führer Hartmut, nehmen jetzt im Alter ihrer weltanschaulichen Verkleidung entledigt den Glanz jugendlicher Glücksmomente an. Je näher ihr Geburtstag rückt, desto stärker melden sich zugleich die Begleiterscheinungen des hohen Alters, Symptome körperlicher Hinfälligkeit und Depressionen. Auch Leo hat damit zu kämpfen. Aber noch mehr betrüben ihn die Entwicklungen der vergangenen Jahre. Er sieht die großen Linien, die Wiederkehr des Gleichen in anderer Gestalt, die Unterscheidung zwischen erwünschten Ängsten, die auf den Wandel des Weltklimas gerichtet sind, und unerwünschten Ängsten wie der Furcht vor unbegrenzter Migration oder vor dem Islam als politischer Religion. Manchmal plagen ihn Albträume vom Krieg. Vor allem aber macht er sich Vorwürfe, in seiner Rolle als Vater versagt zu haben. Zwar ist Leos Verhältnis zu seinen beiden Töchtern weitgehend unbelastet, doch hat die triviale Ungeistigkeit, die er ihnen unterstellt, keine tiefere Beziehung zu ihnen entstehen lassen. Zumindest in dieser Hinsicht hat er es mit seinem Sohn Rainer besser getroffen. Allerdings führt dessen widerborstiges Wesen auch immer wieder zu Spannungen zwischen Vater und Sohn. Zum endgültigen Bruch kommt es, als Leo auf das Bekenntnis Rainers, Mitglied der Staatspartei geworden zu sein, mit Beschimpfungen reagiert. Die politische Komponente verschärft den klassischen Vater-Sohn-Konflikt. Rainer bricht den Kontakt zum Vater ab und entscheidet sich, wie Leo erst Jahrzehnte später erfährt, für eine Laufbahn im Ministerium für Staatssicherheit. Der Vater erkennt sein Versagen im entscheidenden Moment, von seinem Erziehungsliberalismus abgerückt zu sein, mit dem er die Familie gegen Rechthaberei und Repressionen zu DDR-Zeiten abzuschirmen versuchte, und leidet dauerhaft unter den Folgen dieses Versagens. Vielleicht lässt de Bruijn seinen Helden denken, wäre er den Kindern ein besserer Vater geworden, hätte er deren Mutter nicht so sehr geliebt. Selbstvorwürfe wie diese rauben Leo die nächtliche Ruhe. Zur Aussöhnung mit Rainer, an der ihm viel gelegen ist, kommt es bis zuletzt nicht. Im Wechsel von Erinnerungen und Gegenwartsbetrachtungen spinnt de Bruijn den Faden der Handlung im Jahreskreis mit seinen festen Abläufen, den Feiertagen und weltlichen Festen in der dörflichen Beschaulichkeit von Wittenhagen fort. Um Unterkünfte für Flüchtlinge bereitstellen zu können, lässt Ex-Stasi-Mann Hoffmann mit Fördermitteln eine Reithalle zum Flüchtlingsheim umbauen. Als die Flüchtlinge ausbleiben, wird die Halle kurzerhand zum Holiday-Ressort Seeblick umgewidmet. Hier nun soll der Geburtstag von Hedwig gefeiert werden. Alles strebt dem Höhe- und Schlusspunkt der Handlung zu, den Feierlichkeiten zu Hedwigs 90. Geburtstag. Ein ländliches Idyll, lautet der Untertitel des Romans. Zwar wird, wer de Bruijn als den Autor der leisen Töne, der mild-ironischen Invektiven schätzt, auch an diesem Buch seine Freude haben. Schon der Name der Hauptfigur Leonard Leidenfrost öffnet einen ganzen Kosmos ironischer Assoziationen. Doch etwas ist in seinem letzten Roman hinzugekommen, das sich in keinem der früheren Bücher angekündigt hat, eine gewisse Schärfe im Ton,
eine Unduldsamkeit gegenüber den Zumutungen der Gegenwart. Und es wäre nur eine leichte Übertreibung, wollte man sagen, de Bruyne hat der Altersfuror gepackt. Leider wird die Empfindlichkeit nicht, wie man vermuten könnte, mit steigendem Lebensalter geringer. Sie wächst vielmehr mit dem schärfer werdenden Blick immer mehr an, hatte der Schriftsteller 2001 schon einmal notiert. Doch ist der pensionierte Bibliothekar Leonard Leidenfrost, jener schrullige Dubslav-Typ, dessen Resonieren den des Buchs bestimmt, als alter Ego des Autors, als sein Sprachrohr zu verstehen? Auch wenn es zahlreiche biografische Parallelen zum Leben de Bruynes gibt, zielt die Frage der literarischen Gestaltung vorbei. Im Roman geht es nicht darum, Kassiba-artig politische Botschaften in der Figurenrede zu verstecken, sondern ein Bild von der Wirklichkeit einzufangen. Zu diesem Bild gehört das ganze Figurenensemble. Aber natürlich bleibt den Lesern nicht verborgen, wem die Sympathien des Schriftstellers gelten. Viele der Beobachtungen, Mahnungen und Bedenken Leos, die im literarischen Gewand ihrer Thesenhaftigkeit wegen irritierend wirken, hatte Bruyne lange vorher schon in seinen zahlreichen Essays angesprochen. Das Nachdenken über eine vernünftige Steuerung der Zuwanderung dürfen wir uns nicht selbst verbieten, uns nicht von Neonazis ein Diskussionsverbot darüber aufzwingen lassen, wie viel und welche Zuwanderer für Deutschland erträglich oder auch nötig sind, heißt es etwa 2001 in dem Band mit dem auf Nietzsche und Thomas Mann zugleich anspielenden Titel Unzeitgemäßes, Betrachtungen über Vergangenheit und Gegenwart. Hier schreibt er über das Zeitgebundene von Geschichtsauffassungen, über die Mischung aus Moralismus und Gehässigkeit, die sich in Teilen der Publizistik und Politik ausgebreitet, über die Selbstgerechtigkeit, geschichtliche Ereignisse und Persönlichkeiten mit den Maßstäben von heute zu bewerten oder über den Widersinn, einerseits die Verantwortung für im deutschen Namen begangene Verbrechen zu beschwören, aber mit dem Nationalstaat zugleich jene Gemeinschaft auflösen zu wollen, die einzig diese Verantwortung übernehmen könnte. De Bruynes Vorstellung von deutscher Staatlichkeit, die er in zahlreichen Wortmeldungen seit 1990 vertreten hat, war von der Idee der deutschen Kulturnation geprägt. Sie bezieht ihren Reichtum aus ihrer Regionalität und findet ihren Ausdruck in der Sprache. Die Lebensfähigkeit dieser Kulturnation nach 1945 erschien ihm als tieferer Grund jener Entwicklung, die zur deutschen Wiedervereinigung führte. Umso mehr beklagte er die Gleichgültigkeit der eigenen Sprache gegenüber, die mit fehlender Selbstachtung zusammenhänge, aber auch mit der Unfähigkeit, Prägnanz und Schönheit der Sprache erkennen zu können, also mit Bildungsmangel. Im Roman gibt die Journalistin Grit Schmalfuß dem pensionierten Bibliothekar Leo Leidenfrost Anlass zu einem Exkurs über die Frage des generischen Maskulinums und den Unterschied zwischen grammatikalischem und natürlichem Geschlecht. Es ist ein Thema, das mehr noch als andere Gegenwartsfragen geeignet ist, die Leidenschaft Leos anzufachen, da es den ästhetischen Kern seiner Existenz trifft. Doch beißt er sich an der Journalistin die Zähne aus, da er mit seinen Sachargumenten nicht ankommt gegen eine nur gefühlte Wirklichkeit. Jeder Sprachbewusste muss zwangsläufig zum Gendergegner werden, dekretiert Leo. Er wehrt sich dagegen, die Sprache als Instrument der Erkenntnis, die ihre Klarheit und Kraft den Kulturbemühungen von Generationen verdankt, wieder einmal zum Schlachtfeld von Ideologien zu machen und zu einem dürren Gesinnungs- und Bekenntnismedium zu degradieren. Später spricht Hedwig ihn auf seine Erregung an, die sie sich nur dadurch erklären kann, dass er die heutige Welt nicht mehr verstehe, vielleicht auch nicht mehr verstehen will. Alt werden aber bedeutet immer,
sich in Teilbereichen gegenwärtigen Fühlens und Denkens nicht mehr als Kind der Zeit zu empfinden, formulierte schon der 75-Jährige. Das junge Herz in den Alten, von dem die Redensart kündet, schreibt de Bruijn, ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Denn mit der immer schneller dahineilenden Zeit, die den Körper verfallen lässt, kann die Seele nicht mithalten. Sie will immer noch tätiger sein, als die schwindenden Kräfte es zulassen und versucht, die von Jahr zu Jahr sich verändernde Umwelt, in der man sich nicht mehr zurechtfindet und die immer breiter werdende Kluft zwischen den Generationen unbeachtet zu lassen, bis man dann schließlich notgedrungen die wachsende Fremdheit als naturgemäß akzeptiert. Für Leo ist diese Fremdheit an seinem Lebensende zu einer doppelten geworden. Neben der als unvermeidlich akzeptierten Entfremdung von einer sich ständig verändernden Alltagswelt mit ihren anderen Lebensformen, die die Alten nicht mehr mitmachen können und wollen, ist die gewachsene Distanz zur Gegenwart auch im Wandel des politisch-medialen Klimas spürbar. Der antitotalitäre Konsens, der die deutsche Gesellschaft nach der Erfahrung zweier Diktaturen für Jahrzehnte geprägt hat, ist verloren gegangen. Auch hat sich die Vielfalt von öffentlichen Meinungen und Temperamenten, das Erbe der liberalen Bundesrepublik, zu einem weitgehend homogenen Meinungsfeld formiert, mit einer publizistischen Klasse, die in Teilen nur noch lose Beziehungen zur Wirklichkeit unterhält, dafür aber umso engere zu den politischen Akteuren der Zeit. Im Buch spielt die mitleidige Bemerkung von Leos Tochter, ihr Vater sei im Grunde seines Herzens nun einmal ein Rechter, auf die inzwischen ebenso verbreitete wie wirkungsvolle Methode an, beinahe jede Art von kritischer Distanz als rechts zu etikettieren. So erspart man sich die Mühe sachlicher Argumentation und schützt die eigene Interpretation des Geschehens als einzig gültige. Der 90. Geburtstag wirkt vor diesem Hintergrund wie ein literarischer Verzweiflungsakt, ein produktives Aufbäumen gegen die Ohnmacht, mit ansehen zu müssen, wie die zweimal gewonnene Freiheit ein drittes Mal verloren zu gehen droht. Dass de Bruijn für sein kritisches Zeitbild die Form eines Romans und nicht die des Essays wählt, liegt gewiss auch daran, dass er viele der im Buch vorkommenden Themen und Motive bereits einmal gültig in essayistischer Form behandelt hat. Er selbst thematisiert im Roman, dass die Wahl eines Gegenwartsstoffes, zumal politischer Art, für die literarische Gestaltung auch seinen Preis hat. Als Leo sich auf seine Rede zu Hedwigs 90. Geburtstag vorbereitet, lässt ihn de Bruijn die Schwierigkeiten dabei resümieren. Die elegante Lockerheit, mit der das lange Leben der Jubilarin mit kritischen Gedanken über die Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre hatte verbinden wollen, war ihm beim Formulieren abhanden gekommen. Seine Glossen waren zu Thesen erstarrt. Witzig hatte er darstellen wollen, wie die Meinungsmacher jede ihnen nicht passende Meinung im Namen der Meinungsfreiheit zu unterdrücken versuchen. Unserer Sprache die Schönheit und Verständlichkeit nehmen und uns lehren wollten, fremde Kulturen höher als die eigene zu achten. Aber geraten war ihm das alles nicht witzig, sondern nur bitter ernst. Statt Spottlieder hätte er Klagelieder angestimmt. Der Satiriker, der er gern hätte sein wollen, hatte sich wieder einmal als unfähig erwiesen. Richtig witzig konnte er nur in Gedanken sein. Vor 15 Jahren, 2006, gratulierte Angela Merkel, die in de Bruijns letztem Roman in einer wenig schmeichelhaften Nebenrolle auftritt, dem Schriftsteller persönlich zu seinem 80. Geburtstag. Damals lobte sie den Jubilar: Sie haben dem Denken der Herrschenden niemals die Herrschaft über ihr eigenes Denken gegeben. Eben in diesem Sinn ist de Bruijns letzter Roman ein Plädoyer für die Freiheit des Denkens, das sich gegen die Manipulationsmacht alter Ideologien
und ihrer Wiedergänger im neuen Gewand behaupten muss. Wer die Kurzlebigkeit politischer Grundsätze und Meinungen schon oft hat erleben müssen, diktiert der Schriftsteller seinem Protagonisten, dem Briefschreiber Leo, in die Feder, wird früher oder später einmal, und sei es auch nur um der Selbstachtung willen, alles als korrekt bezeichnete Vorgedachte zum Teufel wünschen und sich des eigenen Verstandes zu bedienen suchen, also die Vernunft walten lassen. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und knüpfe in gewisser Weise an meinen Vorrednern, und zwar in jenen Passagen, in denen es um das Verhältnis geht von Werk und Wahrnehmung durch die Kritik, auch die Literaturwissenschaft. Frau Barz hat den Beitrag angekündigt. Er ist überschrieben mit »Der sympathischste Schriftsteller der DDR«. Selbst- und Wunschbilder in Paratexten Günter de Bruijns und ihre Folgen. Ich beginne mit dem Titelzitat, ein Auszug aus einem Nachruf auf Günter de Bruijn vom 8. Oktober letzten Jahres von Tilman Krause in der Welt. Zitat Krause: Von allen Schriftstellern, die die ehemalige DDR hervorgebracht hat, war Günter de Bruijn der sympathischste. Und wenig später im Text: einer der liebenswürdigsten und bescheidensten. Wer sich mit de Bruijns Wahrnehmung nicht erst posthum befasst hatte, wusste um den Deutungsraum dieser Superlative. Ähnlich, nur noch moralischer und absoluter, hatte die FAZ 20 Jahre zuvor über den Autor der Essaysammlung »Deutsche Zustände« geurteilt. Zitat Marc Simons: Man wird unter deutschen Schriftstellern schwerlich einen ernsthafteren, wahrheitsliebenderen und gerechteren Menschen finden als Günter de Bruijn. Zitat Ende. Die Wertungen sind Teil des gesamtdeutschen Paratextes Günter de Bruijns. Autor und Werk sind in ihm eng aufeinander bezogen und stehen unter dem Vorzeichen des moralisch Exzeptionellen. Die Attribute scheinen homogen und entstammen doch Traditionen, die schwer auf einen Nenner zu bringen sind. Es folgt hier eine kleine Auswahl von Zuschreibungen aus sehr unterschiedlichen Quellen, wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen, denen des Feuilletons und der Literaturgeschichtsschreibung. De Bruijn gilt als fortschrittsskeptischer Menschenfreund, antitotalitärer Aufklärer und integrer Einzelgänger, aber auch als unsicherer Kantonist, Träumer unter Anpassern und Außenseiter. Dazu als kultureller Preußenverweser, Fontane unserer Tage, aber auch Mörike in Brandenburg. Es verwundert, dass ausgerechnet dieser stille Poet mit Frank Schirrmacher zum, Zitat, ersten Schriftsteller der wiedergewonnenen deutschen Geschichte avancierte. Ist sein Ort doch das Abseits, die Enklave oder die Insel? Alles aus der Zuschreibungsliste Günter de Bruijns. Autorbilder in der Tradition des Dichterbestiariums knüpfen hier an. Im Gegensatz nämlich zur Spezies des Biermann, der nach Fritz J. Radatz als Eichenprozessionsspinner Deutschland in Angst und Schrecken versetzt, ist de Bruijn kein Kampfhahn, sondern milder Zaunkönig oder Friedenstaube im Land des Roten Adlers. Die Bilder resultieren aus öffentlichen und auktorialen Paratexten de Bruijns und sind das Ergebnis eines Zuschreibungsprozesses, der in den 90er Jahren stark wurde und nach der Jahrtausendwende weitgehend abgeschlossen war. Ich beginne beim Aufstieg des Autors zur gesamtdeutschen Konsensfigur, eine Prägung von Ulrich Baron aus dem Rheinischen Merkur von 1992. Beim Aufstieg in den 90er Jahren und beleuchte diesen Aufstieg aus der Wahrnehmung des autobiografischen Werks
mit einem Seitenblick auf Stellungnahmen zum Einigungsprozess. Im zweiten Teil geht es dann um die Folgen dieses Aufstiegs. Ich sichte Spuren der Umschreibung von Autor und Werk und skizziere ihre Folgen in Wissenschaft und Kritik. Der erste Teil mit Autobiografik und Essayistik zur gesamtdeutschen Konsensfigur. 1992 erschien mit Zwischenbilanz der erste Teil von de Bruyns Autobiografie von der Weimarer Republik bis zur Gründung der DDR reichend. Das Echo war enorm, der Ton begeistert, mit Ausnahme des literarischen Quartetts. In der FAZ erklärte Frank Schirmacher die Erinnerung zum ersten Buch der gesamtdeutschen Literatur und de Bruyn zu einem der wichtigsten Schriftsteller unserer Zeit. Schnell wurde das Etikett des Klassischen vergeben, der Schullektüre sowie das Attest auf Zugehörigkeit zu jener Bibliothek, die sich im Rückblick mit beiden deutschen Diktaturen beschäftigt. Als vorbildlich in Stoff und Tonfall, in dem Ethik und Ästhetik eins werden, so die Zeit, lobte man peinigende Genauigkeit sowie das radikale Fehlen jeglicher Eitelkeit, Stilisierung und fiktionalen Verfremdung. Mit dem Lebensbericht 40 Jahre erschien 1996 die Fortsetzung der Erinnerung, nun die Zeit von 1950 bis 1989 umfassend. Erneut lobte die Kritik am Rande des Superlativs. Als, Zitat, Meilenstein deutscher Memoirenliteratur, zukünftiges Hausbuch der Deutsch- und Kulturgeschichte des Lebens in der DDR, hatte de Bruyn, so der Tagesspiegel, alle bisher erzählten Lebenskurven der DDR übertroffen. Folgenreich wirkten besondere Facetten von de Bruyns Selbstkonstruktion. Der Erzähler formt sein Ich in Abstand zu gesellschaftlichen Sozialisierungs- und Machtinstanzen und beschreibt es früh immunisiert gegen die Ideologien von Nationalsozialismus und Sozialismus. Um den Preis der Beobachter- und Außenseiterposition auch im Literaturbetrieb der DDR. An die Stelle von Gesellschaftsentwürfen setzte Bruyn kulturelle Identitätsanker, geistige Freiheitsbürgen und lokale Refugien. Die katholische Religion, literarisch-kulturelle Traditionen sowie Berlin und die Mark Brandenburg. Auch wenn der Untertitel 45 Jahre mit einem Lebensbericht keine Fiktionssignale aussendet, wundert doch, dass die Kritik Fragen der Konstruktion und Stilisierung erneut ausblendete. Ist Stilisierung doch ein so unvermeidbares wie selbstverständliches Kennzeichen des Autobiografischen? De Bruyn selbst hatte die Formung von Lebenstatsachen zugunsten gegenwartsbedingter Zwecke reflektiert, in dem poetologischen Text »Das erzählte ich« von 1995. Auch in 40 Jahren ist diese Formung präsent, zumal im Schlusskapitel »Martinstag«. Prominent platziert schildert der Erzähler hier das Erlebnis seines Grenzübertritts am 10. November 1989, einen Tag nach dem Mauerfall. Eingebettet ist das Erlebnis in Reflexion zu Kultur und Gesellschaft. Diese richten sich gegen das Engagement der Einheitsverächter und plädieren für die Kultur-Nation-Einheitsthese. Dieser These folgt auch die Konstruktion de Bruyns, indem er das Datum des Grenzübertritts mit anderen Gedenktagen identifiziert. Zuerst mit Kindheitserinnerung an die Ehrung der nationalen Kulturgrößen Luther und Schiller und dann mit dem katholischen Martinstag. Der Martinstag verweist auf seinen zweiten Vornamen, Günther Martin de Bruyn, ist allerdings auf den 11. November datiert, wie Carla Kliche angemerkt hat. Die Zusammenlegung von Grenzübertritt,
Luther- und Schiller-Jubiläum sowie Martinstag wird zur sinnhaften Konstruktion, die die Kultur-Nation-Einheitsthese bestätigt. Zudem schilderte Breun seine Ost-West-Passage ganz individuell, als glückhaften Moment, Zitat, abseits der Masse, weil einen Tag nach der Freilassung der 16 Millionen. Zitat Ende. Die begeisterte Aufnahme von 40 Jahren resultierte aber auch aus einem besonderen Erzählgestus. De Bruyn konstruiert sein Selbst nicht im verbreiteten Modus von Verteidigung und Rechtfertigung, sondern umgekehrt, als Selbstbezichtigung und Selbstanklage gegen Opportunismus und Passivität. Weil der Mangel an äußerer Opposition seine innere Freiheit aber nicht antastet, ergibt sich ein so sympathischer wie paradoxer Effekt. De Bruyns Ich zeigt sich nämlich als ebenso unterdrückbar wie widerständig autonom. Es lädt zur Identifikation ein, bietet kaum Angriffsflächen und verfügt bei aller Skrupulosität und Bescheidenheit souverän über sich und seine Geschichte. Auch hier gründeten die Urteile der Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, sogar unterstützt von de Bruyns Physiognomie als Ausweis von Charakter und Moral. Noch in den Nachrufen, wie in der FAZ, steht sein Zitat, zerfurchtes, bisweilen regelrecht verquält wirkendes Gesicht für Zitat, Überstrenge, Schonungslosigkeit und Treue gegen sich selbst. Es deutet de Bruyn als sensibel und schutzbedürftig oder, wie im Nachruf von Stefan Berg, als Mann der Katharsis, nicht der Hybris. Die Öffentlichkeit folgte de Bruyns Selbstbild, das ihrem Wunschbild entsprach. Dieses Wunschbild war aus einem bestimmten Erwartungshorizont gespeist. Im Literaturbetrieb war dieser Horizont erstens geprägt vom gerade verebbten deutsch-deutschen Literaturstreit und zweitens von einer beginnenden Autobiografiewelle. Zu Recht sind die Erinnerungsbücher der DDR unter die Vorzeichen von Rechtfertigung und Geständnis gesetzt worden. Stand doch die Involviertheit des Einzelnen in den Staat vor Gericht. Der Erfolg von de Bruyns Autobiografie erwuchs aber auch aus einem Bewertungsumfeld, in dem eine andere Autobiografie die Gegenposition markierte, nämlich die von Hermann Kant und damit einem, wie es sogar im KLG heißt, dem kritischen Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, einem Lügner und abgehalfterten Funktionär. De Bruyn selbst hatte Kants Lebenserinnerung mit dem Titel Abspann, das war 1991, in der FAZ heftig kritisiert. Nun schlug Kant in der Zeitschrift konkret zurück, 1996. Was blieb von diesem Streit, war die Polarisierung beider Erinnerungsbücher als Maßstäbe richtiger und falscher Auseinandersetzung mit der DDR. De Bruyns Aufstieg zu einem der bedeutendsten Autoren der deutschen Kulturnation, so Monika Grütters anlässlich des 90. Geburtstags, ist drittens verknüpft mit Stellungnahmen zur politischen Einheit und zum deutsch-deutschen Literaturstreit. Diese nahmen Position des Autobiografen vorweg, ergänzten und bekräftigten sie. Auch hier agierte de Bruyn sympathisch, das heißt nachdenklich, ausgleichend, aber nicht neutral, sondern den politischen Vereinigungskurs begrüßend. Ähnlich im Literaturbetrieb, wo er Christa Wolf gegen das westdeutsche Feuilleton verteidigte, ihr DDR-Reformengagement jedoch zum Albtraum erklärte. Wahrnehmung oder Warnungen vor Nationalismus und kultureller Vereinheitlichung begegnete er metapolitisch mit dem Modell der Kulturnation.
Aus Autobiografik und Essayistik wuchs de Bruijn die Rolle des kulturellen Mittlers zu, kulminierend im Prädikat des Schriftstellers der deutschen Einheit, so Wolfgang Schäuble 1996 anlässlich der Verleihung des Literaturpreises der Adenauer Stiftung. Weitere Preise und Nobilitierung folgten und machten den Autor auch gegen seinen bescheidenen Paratext zur öffentlichen Figur. Tilman Sprekelsen hat in der FAZ konstatiert, dass de Bruijn diese Rolle hinnahm, Zitat, wie ein Naturereignis. Doch auch Naturereignisse haben ihre Logik und sie haben Folgen. Der zweite Teil ist überschrieben mit Umschreibungsprozesse im Zeichen des Autobiografischen. Ich beginne mit Wahrnehmung von Michael Braun und Dennis Tate, die bemerkt haben, dass sich die Anerkennung auf dem autobiografisch-gesellschaftlichen Feld auf de Bruijns Gesamtwerk ausgewirkt hat. Mit Blick auf Publizität, Auszeichnung und Forschungsauftrieb. Der Vergleich vor- und nachwendlicher Literatur zeigt diese Wirkung als Aufwertung in Wissenschaft und Kritik mit Zeichen der Umschreibung. Als Folge des deutsch-deutschen Literaturstreits ist diese Umschreibung der Absage an die engagierte Literatur und die Gesinnungsästhetik verpflichtet. Einem Schlagwort, dessen delegitimierende Strategien Helmut Peitsch in dem Aufsatz Vereinigungsfolgen aufgezeigt hat. Ich skizziere hier nur kurz vier Tendenzen der Umschreibung. Die erste ist die Distanzierung vom System DDR bzw. DDR-Literatur und oder die Zuschreibung einer Sonderrolle in ihm. Tilman Krause zufolge war de Bruijn, Zitat, in seiner Generation der Einzige, dem man die Prägung durch die realsozialistische Diktatur nicht anmerkte. Nie machte er Gebrauch vom engagierten Diskurs, der bei Christa Wolf oder Christoph Hein so penetrant wirken konnte. Und dabei war er, wenngleich er nicht dazu gehörte, so Krause. Wissenschaft und Literaturgeschichtsschreibung folgen dieser Distanzierung. Deutlich in verschiedenen Fassungen von Wolfgang Emmerichs Kleiner Literaturgeschichte der DDR. 1989 beschreibt sie de Bruijns frühen Entwicklungsroman Der Hohlweg von 1963 noch als DDR-spezifische Ankunftsliteratur. 1996 wird dieser Kontext wiederholt, nun aber mit dem Ausdruck des Erstaunens versehen. Sogar, also selbst Günther de Bruijn war hier dabei. Dabei hatte de Bruijn selbst der Ankunftsliteratur noch in den 80er Jahren Relevanz zugesprochen. Und zwar als Grundstein einer späteren Leistung der DDR-Literatur. Auch andere Darstellungen wehren DDR-Kontexte ab. Als Manfred Behn 1996 de Bruijns Parodiensammlung, wir haben gestern von ihr gehört, das war der Band Maskeraden von 1966, einem Test auf Haltbarkeit unterzog, da hielten seiner Probe nur Seitenhiebe auf DDR-Kollegen stand. Also Erik Neutsch, Dieter Noll, Johannes Bobrowski, Brigitte Reimann und damit Autoren, die Behn zu seinem Unglück gelesen hatte, wie er zugab. De Bruijn hatte aber auch westdeutsche Autoren parodiert. Günter Grass, Heinrich Böll, Uwe Jonsson, auch Josef Martin Bauer oder Hans Scholz. Diese Parodien berührten jetzt nur noch peinlich. Wegen ihrer, Zitat, ideologischen Grundierung blieb Behn das Lachen im Halse stecken. Die Distanzierung von DDR-Kontexten geht zweitens einher mit der Umschreibung weltbildlicher Voraussetzungen des Autors. Noch in den 80er Jahren hatte Hansas Sozialgeschichte Günther de Bruijn an die Seite von Christa Wolf gestellt und beiden ein humanistisch-sozialistisches Weltbild assistiert.
Noch in dieser Linie vermerkt auch das KLG von 1992, also das Kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, den Einfluss des Antifaschismus auf de Bruijn als Bindungskraft der verordneten Lehre, so wie de Bruijn selbst in der Autobiografie. Im erneuerten de Bruijn-Artikel von 2013 ist diese Bindungskraft getilgt und ersetzt durch Kindheitsprägung, die auf Autonomie zielen, Erfahrung im Dritten Reich und die katholische Religion. Und auch bei Wolfgang Emmerich vollzieht sich die Umschreibung wieder als Prozess. 1994 hieß es noch, de Bruijn habe nach Kriegsende ein totales Weltbild durch ein anderes ersetzt. Zwei Jahre später, 1996, erscheint er schon gegen das sozialistische System gefeit. Und 2007 Vertreter des Persistenztypus. Im Ergebnis ist de Bruijn weniger Teil als Beobachter der DDR gewesen oder, wie bei Karl Rudolf Korte, gar ein Vorahner des Umsturzes. Drittens zeigen neuere Urteile zu de Bruijns DDR-Romanen, wie sich gesellschaftliche Distanz auch rückwirkend in Kunsturteile ausmünzen kann. So im Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur von 2003. Es beglaubigt die Qualität von de Bruijns Roman durch ein Zitat von Marcel Reich-Ranicki. Wir haben gestern von ihm gehört. Das Zitat würdigt de Bruijn als einen der besten Prosaisten seiner Generation. Unterschlagen wird dabei, dass sich Ranickis Lob nur auf Buridans Esel bezogen hatte. Schon über Preisverleihung hatte Ranicki das Verdikt simple Trivialliteratur gesprochen. Das Urteil stand in der bundesrepublikanischen Kritik nicht allein. Auch Fritz J. Radatz hatte de Bruijn dem sozialistischen Biedermeier zugeschlagen und de Bruijns Zitat »Kleine Leutewelt« als Spießermilieus getadelt, wirkmächtig in dem Band Tradition und Tendenzen. Der Vorwurf galt dabei nicht nur der Erzählten der DDR, also der Spießervorwurf, in der bei de Bruijn alles in Ordnung sei, sondern auch einer bornierten Erzählersprache. Ein Jahr später hatte sich Radatz dem Urteil von Reich-Ranicki angeschlossen und de Bruijn in der Zeit als Hermann Kant für kleine Leute kritisiert. Zitat, was Günther de Bruijn herstellt, ist Trivialliteratur. Ganz anders nun nach 1996 und ganz zuletzt, nicht nur bei Tilman Sprekelsen, nur als ein Beispiel, in der FAZ, hat de Bruijns Abstand zu allen Wellen und Moden auch seine DDR-Romane zeitlos gemacht. Trotz ihrer verschwundenen Milieus zeigen sie sich, Zitat, unterhaltsam, leichtfüßig, stilistisch brillant und musikalisch. Vor allem aber frei von der geschichtsphilosophischen Beladenheit Heiner Müllers oder Volker Braun. Eine vierte und hier letzte Tendenz ist die starke Gewichtung kultureller oder literarischer Traditionen, vor allem der Theodor Fontanes. Und das nicht zu Unrecht, war die Beschäftigung mit der Literaturgeschichte doch schon vor 1989 eine Werkkonstante de Bruijns, neben seinem Hauptfeld der Gegenwartsliteratur. Nach 1990 hatte es nach Roland Berbig fast den Anschein, als sei dieses Hauptfeld nur Übungsfeld gewesen, vor de Bruijns Ankunft im eigensten und eigentlichen der Kulturgeschichte. Folgerichtig wird diese Verschiebung mit einer Finalkonstruktion aus Fontanes autobiografischem Roman »Meine Kinderjahre«. Denn wie er ganz zuletzt war, so war er eigentlich, heißt es dort. Als de Bruijn den Fontane-Preis der Stadt Neuruppin erhielt, das war 1999, parallelisierte ihn der Laudator Helmut Nürnberger nicht zum letzten Mal mit dem Preisstifter. Wie Fontane
habe auch de Bruyne, Zitat, in einer komplizierten Entwicklung zu sich selbst gefunden, hieß es da. Dagegen hatte de Bruyne selbst noch kurz vor seinem letzten Gegenwartsroman, also Neue Herrlichkeit 1984, er selbst hatte die Kulturgeschichte noch als Ablenkung vom Eigentlichen der Fiktion bezeichnet, also genau andersherum. In der Fontanisierung des Autors wird die Kulturgeschichte nun zum Ziel der Werkbiografie. Ich komme zum Schluss. Im Lichte der Lebensabrundungsformel Fontanes hätte de Bruynes letzter Roman als Störung wirken können, und das hat er ja auch, wie wir gehört haben, durch Verschweigen. Oder als, Zitat, so Gustav Seibt, beunruhigender Bruch. So klingt es in der Süddeutschen Zeitung kurz an, dass Seibt diesen Bruch dann schnell in späte Kühnheit verwandelt. Späte Kühnheit, die ein Licht zurückwirft auf das ganze große Lebenswerk, gründet auch im sympathischen Paratext von Günther de Bruyne und zeigt zugleich den ironisch-satirischen Erzähler de Bruyne am Werk. Der weiß, dass es beim, Zitat, Reden auf Jubilare und Tote nur aufs Loben ankommt. So heißt es in Märkische Forschung, der Erzählung für Freunde der Literaturgeschichte 1979. Ich danke Ihnen. Ja, das waren zwei perfekt nebeneinander platzierte Beiträge, die den Raum für die Diskussion, glaube ich, ganz von selber öffnen. Sie sind jetzt herzlich eingeladen, zu fragen, anzumerken, Ideen zu äußern. Dann mache ich mal einen Versuch. Also ein Gedanke, der mir gekommen ist, Günther de Bruyne war ja lange Zeit ein alter Autor. Er hat 1960, als er seine erste Erzählung geschrieben hat, war er schon 34. Und ich glaube, seine Selbststilisierung und seine Wahrnehmung, ist es ein alter, erfahrener Autor. Er selber spielt ja mit dieser Altersmetaphorik in der Fiktion im 90. Geburtstag, aber auch schon in der Essaysammlung Unzeitgemäßes. Das war von 2001, glaube ich. Der Begriff des Unzeitgemäßen, also in der Prägung durch Nietzsche, hat ja mit Alter gar nichts zu tun, sondern erweist sich als sehr produktive, sehr zeitgemäße Fragestellung herangehen, auch Art, sich aus einem Konsens zu verabschieden. Da könnte man fragen, also was macht Günther de Bruyne mit dieser Altersmetaphorik, warum wendet er sie an? Also indem er sich als Unzeitgemäßer in der Essaysammlung Unzeitgemäßes bringt er ja schon dieses lebenszeitliche Argument. Er spricht aus der Perspektive eines alten Menschen, unnötigerweise apologetisch, könnte man dazu sagen. Und sein Protagonist im 90. Geburtstag ist ebenfalls hochbetagt. Und immer dann, wenn bei Günther de Bruyne selbst Bilder oder das eigene Porträt hinter Figuren steht, ist es ja nie ungebrochen. Es ist ja nie ein positiver Gegenentwurf. Das ist es ja schon in der Figur des Pötsch in den Märkischen Forschungen nicht. Dazu ist er viel zu sonderlinghaft. Also da ist immer was Subversives auch angelegt in den eigenen Figuren. Und jetzt auch in diesem alten Leo. Also da verabschiedet er sich ja auch von diesem Konsensautor, der Konsensautor zu sein und von der sympathischste Schriftsteller. Die Resonanz war ja nicht danach. Also meine Frage wäre, also was bedeutet diese Altersmetaphorik? Also in der Figurenrede und in der Rede im Essay, was ist das eigentlich? Ist es eine Selbstdistanzierung oder ist das schon eine vorweggenommene Immunisierung gegen Kritik? Wie würden Sie beide das sehen? Also ich würde sagen, es gibt wirklich zwei Formen der Entfremdung, die man bei ihm beobachten kann.
Und die eine besteht in der ganz normalen Form von Entfremdung, nämlich darin, wie er selber schreibt, man wird älter und man sieht, dass die Lücke zwischen den Generationen unvermeidlich wächst und man versteht nicht, was mit den Jungen da los ist. Das ist so, wie wir heute nicht begreifen, warum die Kinder da irgendwas, was sie mit Instagram machen oder ich weiß nicht, wer von ihnen twittert und so. Also andere Wahrnehmungswelten, also ein anderes Großwerden, ein anderer Kanon auch, ein anderer Bildungskanon. Und das heißt, da geht lebensweltlich etwas auseinander. Das ist eigentlich das ganz Normale, was er konzidiert und ja, was man dann irgendwann, nachdem man es lange bedauert, auch begreift und akzeptiert. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass es bei de Bruijn, glaube ich, nur eine zeitgeschichtliche Phase gab, in der er sich sozusagen zu Hause gefühlt hat. Und das war die Zeit nach der Wiedervereinigung und die Jahre sozusagen, in der, sagen wir mal, ein politisches Klima herrschte, das die Liberalität der alten Bundesrepublik quasi aufgehoben hatte und wo wo der Meinungskampf, der ja schon sehr viel länger tobte, auch in der Bundesrepublik, also schon lange vor dem Historikerstreit, wo der quasi unentschieden war und es Gewichte auf beiden Seiten gab. Und diese Zeit, die ist ja dann irgendwann auch gekippt. Und ich glaube, das Gefühl des Fremdseins und das Unzeitgemäße, was er für sich empfunden hat, schon 2001, also vor 20 Jahren, das reflektiert auf diese neue Entfremdung. Also das ist meine Interpretation, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber zumindest lese ich das aus seinen essayistischen Wortmeldungen heraus, denn der Begriff der deutschen Kulturnation war 2001 schon nicht unbedingt sozusagen Konsens in der Öffentlichkeit, in der politischen oder medialen Öffentlichkeit. Und sehr viele, sagen wir mal, dieses euphorische Begrüßen der Wiedervereinigung, das hat natürlich auch, sagen wir mal, mit dem, was aktuell politisch 89 passiert ist und mit der ganzen Euphorie und so weiter, das hat vielleicht auch übertüncht, dass das schon, also eigentlich für Jahrzehnte in großen Teilen der bundesdeutschen Gesellschaft, also weit bis, sagen wir mal, in die politische Mitte hinein, kein Thema mehr war. Und dass das als Rückfall sozusagen in eine, und mit großen Bedenken sozusagen, was Nationalismus und so weiter angeht, zusammenhing. Wobei man ja immer sagen muss, dieser Begriff der deutschen Kulturnation, der bezieht sich ja sozusagen auf den Reichtum von Regionalität, von Kultur in ihrer Regionalität und nicht so sehr auf sozusagen, was man ja de Bruijn in seiner ganzen moderaten Art, die jetzt Thema in ihrem Vortrag war und der medialen Spiegelung dieser Eigenschaften und dieses Bildes, überhaupt nicht zutrauen würde, sozusagen Vertreter einer Auffassung zu sein, die sozusagen das Auftrumpfende des Nationalen irgendwie zum Gegenstand hätte. Also ich glaube, er hat sich dann irgendwann wieder in dieser politischen, medialen Realität der Bundesrepublik 10, dann 20 Jahre später nach der Wiedervereinigung nicht mehr zu Hause gefühlt. Und dieses Unzeitgemäße bezog sich darauf, also würde ich sagen. Also um anzuknüpfen an Frau Barth, an die Frage, natürlich ist die Position des Unzeitgemäßen oder mit dem Alter in Verbindung gebracht, das ist eine freiheitsverschaffende Position. Insofern ist das ja auch eine lang tradierte, wenn wir an Nietzsche denken, die unzeitgemäßen Betrachtung, eine Position, die Freiraum verschafft, Freiraum lässt. Mir ging es aber mehr um das Sympathische, wenn es um die Wahrnehmung des Autors geht,
also der Moment, an dem das Sympathische gesellschaftlich-politische Relevanz erhält. Es ist dann nicht einfach nur ein Merkmal des Autors de Bruijn, den man sympathisch finden kann oder nicht, und da bin ich überhaupt nicht berufen, darüber zu reden, sondern eine historische Situation, in der ein Autor wie de Bruijn und die Stimme, die keine neutrale ist, auch nicht einfach nur ganz, ja, nur sympathisch, sondern Positionen vertritt, die genehm sind, die gebraucht sind, die gewünscht sind, sozusagen als Verkörperung eines Wunschbildes, an das man dann gern anknüpft. Darum ging es mir. Und interessanterweise, das ist vielleicht ein ironischer Widerspruch, den habe ich nicht explizit gemacht, der ging dann vielleicht hervor aus dem, was ich gesagt habe, dass es den Widerspruch gibt zwischen dem, was man an Günther de Bruijn lobt, also wirklich Genauigkeit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, also diese moralischen Tugenden, und einer Wahrnehmung, und das gerade in der Literaturwissenschaft, die kaum reflektiert auf die Grundlagen ihrer Urteile, auch ihrer gewandelten Urteile. Also warum wird das Werk jetzt plötzlich ganz oben angesiedelt? Dass also dieses mehr als ein ironisches Missverhältnis besteht zwischen dem, was man an de Bruijn lobt und wie man ihn selbst umschreibt, was nun im Grunde ein normaler Vorgang ist. Also dass Autorbiografien oder ein Werkprofil umgeschrieben wird, wenn sich da was ändert, das ist nichts Besonderes. Aber ich vermisste das Fehlen eines selbstkritischen Diskurses in diesen Umschreibungsprozessen, gerade in der Literatur. Und da gab es dann fast essentialistisch urteilende, ja, Literaturwissenschaftler, die dann umschreiben, Lexikonartikel, und interessanterweise immer mit der Folie der Autobiografie. Also es wird nicht mehr reflektiert, auf welcher Basis wir... Es ist die Autobiografie. Jeder Historiker, auch Literaturhistoriker, müsste sagen, es ist eine besondere Quelle, die natürlich mit Selbststilisierung und Konstruktion arbeitet. Und es wird zum Teil gar nicht mehr auf diese Quelle verwiesen, dass es eine autobiografische ist, sondern beschrieben, Günther de Bruijn ist so. Das war mein Ansatz, da fing ich mich an zu wundern, als ich mich beschäftigt habe mit de Bruijn. Ja, als Dank dafür würde ich eine für alle vier, das heißt auch für dich, Christiane, und ich würde eine nachfolgende Frage, um das fortzusetzen. Genau wie Sie bin ich sehr beeindruckt durch die außergewöhnliche Hellsichtigkeit auf sich selbst von Günther de Bruijn. Ich kenne kaum einen Autor, der so selbstkritisch ist, aber nicht negativ. Er macht das mit Humor, nicht nur mit Ironie, sondern auch mit Humor. Das heißt, er kennt sehr gut seine Grenzen, aber weiß, dass es zu jedem gehört, dass man seine Grenzen hat. Anders formuliert, ich habe den Eindruck, dass er besser als viele andere, angefangen von mir, einen Blick auf sich selbst haben kann. Und meine Frage ist, wo hat er diese Fähigkeit, einen Blick von außen auf sich selber zu werfen? Hat dabei die Lektüre von anderen Literaturen beigetragen? Er hatte, glaube ich, keine so starke Kenntnisse von Fremdsprachen. Aber der Blick nach außen, den er da gibt, ist ziemlich ähnlich zu dem Blick nach Deutschland, den man zum Beispiel bei Tolstoi oder Dostojewski liest. Hat er sie gelesen? Hat das für ihn eine große Bedeutung gehabt? Hat das ihm geholfen, hingegen die Gefahr des Nationalismus zu schützen? Das wäre meine Frage an Sie alle vier. Oder der persönlich der Notizen. Würde mich wundern, also, um das anders zu formulieren, ich habe nur die zwei Beispiele von Tolstoi und Dostojewski genommen. Aber ob er sie ab und zu zitiert oder erwähnt oder ob er Bezug auf sie nimmt, ich frage, das ist nur eine Frage für mich. Ja, vielen Dank. Ich arbeite mich etwas ab an diesem Begriff der Kulturnation, der ja jetzt mehrfach von Ihnen und von Herrn Walter auch gefallen ist, und will meine Skepsis Ausdruck verleihen, weil ich, für mich ist dieses Wort oder dieser Begriff eigentlich
eine Kategorie des 19. Jahrhunderts, die im 20. Jahrhundert in der deutschen Geschichte ja auch vielfach missbraucht worden ist, immer im Sinn einer doch letztendlich politischen Ideologie. Und ich frage mich, welchen Gefallen man gewissermaßen de Bruyne tut mit diesem Gedanken oder in welcher Relation er eigentlich dazu steht. Also kann man etwas polemisch gesagt, wäre das ja vielleicht eine nicht adäquate Sicht, die niemand von Ihnen natürlich formuliert hat, zu sagen, de Bruyne ist sozusagen der Autor, der in der Lage ist, letztendlich die deutsche, nach der deutschen Wiedervereinigung sozusagen diesen Begriff der Kulturnation wieder für ein wiedervereintes Land sozusagen zu konstituieren. Und ich glaube, dass das, also das wäre nicht meine Lektüre. Und aber meine Frage an Sie, Sie sind die Kenner, ist so, gibt es dort sozusagen in Selbstäußerungen von ihm irgendein Hinweis, der tatsächlich sozusagen in diese Richtung zielt? Ich weiß das nicht. Ja. De Bruyne hat sich in Essays mit dieser These beschäftigt, ist auf Herder zurückgegangen, hat sie nochmal neu formuliert, und ich glaube, wichtig ist in dem Kontext, in dem diese Äußerungen von De Bruyne gemacht werden, sie sind in der Wahrnehmung immer positiv wahrgenommen worden im Vergleich zu jenen, die gewarnt haben vor kultureller Vereinheitlichung im Westen. Martin Walser und Günter Grass waren das. Und sie waren auch dort willkommen, also als sozusagen metapolitische Vereinigungsbejahung auf einem metapolitischen Bereich, auf diesem Feld, eine Zustimmung zur deutschen Einheit, und zwar auf dem Feld, wofür der Schriftsteller zuständig ist, nämlich nicht als Politiker, sondern das ist sein Metier, und da formuliert dann De Bruyne seine Überlegungen zum Zusammenhalt der Nation, unabhängig von politischer Teilung, habe also das überdauert und keine Grenze, hätte also diese Kulturnation teilen können, und das ist dann vertieft in Essays, das vielleicht dazu. Herr Winkler, man muss dazu sagen, dass es eigentlich dieser Begriff der deutschen Kulturnation das Gegenteil von dem ist, was Ihnen vielleicht im Ohr klingt, nämlich das Gegenbild zur Nation als politischer Hegemonialmacht. Das meint er eben sozusagen, dass die Kraft der Kultur aus der Regionalität und aus der Vielfalt der Regionen erwächst und eben nicht sozusagen der starke, dominierende Nationalstaat das wichtige Ziel sei, sondern das, was untergründig auch in der Zeit der Teilung diese beiden Länder zusammengehalten hat, eben quasi dieser kulturelle Aspekt gewesen ist. Das meint er mit Kulturnation. Aber ich würde, wenn Sie erlauben, eine kleine Einschränkung hinzufügen. Denn die deutsche Kulturnation ist die Nation von nach 1871. Für Günter De Bruyne ist es klar, dass die österreichischen Autoren zwar deutschsprachig sind, aber keine deutschen Autoren sind. Man könnte auch sagen, die kleine deutsche Kulturnation. Ja, genau, das ist in diesem Begriff nicht möglich. Ich glaube, ganz am Anfang des ersten Teils der Autobiografie macht doch Günter De Bruyne diesen ganz klaren Satz zu seiner Erzählhaltung. Er sagt, jetzt muss ich ungenau zitieren, also sozusagen, er erzählt ehrlich, aber er erzählt nicht alles, was wahr ist. Und das macht er ganz deutlich und positioniert sich damit auch. Ist die Rezeption darauf nie eingegangen? Hat man sich davon im Laufe der Zeit einfach entfernt? Also auf diese sehr deutliche, die deutliche Haltung, hier, ich bin der Erzähler meiner eigenen Autobiografie. Das wäre, ja, genau. Konstruktion dessen, was erzählt wird. Diese Ebene, die hat man auch lobend vermerkt als eine besondere Art der Diskretion, also alles Private oder weitgehend Privates ist ausgespart in dieser Autobiografie. Es gibt dann ein paar Andeutungen, aber davon finden wir nicht viel. Und natürlich, also Selektion und Kombination, das wären ja die Prinzipien von Formung. Wie stellt man ein Leben dar? Das spielt natürlich eine Rolle. Und interessant war für mich immer dieses Insistieren auf eigentlich Nicht-Konstruktion. So ist es gewesen. Und da denke ich, ist der Habitus von Günter De Bruyne oder dieser sympathische Paratext so wirkmächtig, dass man das gar nicht erwägt, dass eben Konstruktionsmechanismen am Spiel sind, dass Stilisierung am Werk ist.
das spielte kaum eine Rolle im Vergleich mit ganz anderen Autobiografien. Ich hatte ja von einer Autobiografiewelle gesprochen in den 90er Jahren. Also Heiner Müller, Günter Kuhnert, dann das halbe Politbüro beginnt, Autobiografien zu schreiben. Also es ist in der Zeit, in den 90er Jahren, eine Gattung, die wirklich boomt. Und in diesem Kontext ist dann auch diese besondere Autobiografie von Günter de Bruijn zu bewerten. Und wenn ich dann noch Hermann Kant angeführt habe, der im Grunde vergessen ist mit dieser Autobiografie Abspann von 91 und von diesem kleinen Seitenkampf, den es da gab, also beide urteilen übereinander und sind heftig polemisch, greifen sich an. Und dann sieht man in Darstellung dieser Autobiografie, er hat es nicht wie Kant gemacht. Das ist der Lügner, da ist der Funktionär und hier haben wir Günter de Bruijn. Und er hebt sich dann so wohltuend ab, so wie eine Oppositionsstruktur. Hier ist das, so darf man es nicht machen, das ist eine schlechte Autobiografie und ein Lügner und Funktionär. Und hier haben wir Günter de Bruijn. Und ich glaube, wenn man diese Faktoren hinzuzählt zur Wirkung von Günter de Bruijn und dann später diese Umschreibungsprozesse, oder verkürzt gesagt, Günter de Bruijn erwirbt Kapital auf dem gesellschaftlich-politischen Feld und das münzt sich um in einer Aufwertung auch des Werks, das damit nichts zu tun hat. Denn die DDR-Romane hätte man ja nun nicht umschreiben müssen. Aber auch die bekommen jetzt eine neue Bewertung. Sie haben das so wunderbar dargestellt als Zeitkommentar und gefragt, in welche Form dieser Zeitkommentar oder erzählerische Zeitkommentar gefasst wird. Weiß man vielleicht auch von dem Schreibtisch Ihres Vaters, ob das der letzte Kommentar dazu gewesen ist? Wir haben gehört, danach kam die Undine. Ist das sozusagen ein, nicht ein Ausrutscher, aber eine Momentaufnahme? Oder ist das eine Tendenz, eine politisch vielleicht noch fortzusetzende Haltung? Kurzum, in welche Richtung wäre ein potenzielles, noch ungedrucktes letztes Werk zu denken? Weiß einer von Ihnen was da? Ja, was ich eingangs schon sagte, ich weiß es auch noch nicht. Ich weiß nur, dass er sich ganz zum Schluss dann auch noch mal verstärkt, analog zu Abseits, dann mit seiner näheren Umgebung, mit seiner Region auch beschäftigt hat. Ne? Weil er sich über Entwicklungen auch maßlos geärgert hat. Und Ärger ist der Feind des Schreibens eigentlich. Ne? Also wenn man sich zu sehr ärgert, kann man nichts zu Papier bringen. Zumindest bei ihm. Und also konkret kann ich dazu auch noch nichts sagen und noch nichts sagen. Vielleicht die Betonung auf noch. Ihnen wachsen jetzt Aufgaben zu als derjenige, der die Stiftung auf den Weg bringt. Und Sie sagten, Sie haben eine Schwester. Was wird jetzt mit der Familie passieren, mit dieser Aufgabe? Also werden die folgenden Generationen hineinwachsen in dieses Erbe, um es weiterzutragen? Also dass wir uns da fast so ein kleines Bayreuth in Blabber vorstellen können, also wo die Familie. Bitte nicht bereut. Meine Schwester ist über 10 Jahre jünger als ich und Pastorin. Sie hat einen ganz anderen Blick da drauf und ist da viel weiter weg als ich. Sie war in Mecklenburg-Vorpommern, ist jetzt im Norden Berlins tätig. Und ich kann Ihnen versichern, Frau Barth, ein bereut wird es nicht. Wie gesagt, das ist im Werden, am Anfang, das ist der Stand der Dinge, den ich hier schilderte. Und wir werden ja sicherlich mit vielen noch sprechen. Und ich bin dankbar für alle guten Ideen, wie man das auch mit Leben erfüllen kann, dann in jeder Hinsicht. Ne?